Schaut mich an!
Wolltest du sie etwa schon wieder davonkommen lassen? Sie war zwar nicht mehr als eine primitive Götze, hervorgezaubert aus einem alten Kujin-Spiegel und ein paar Kristallen, aber sie war doch ein Prima-E. Sieh mich nicht so an. Sie musste sterben, das war dir doch klar. Die Prima-E sind eine Bedrohung für uns alle. Du willst mich töten, nicht wahr? Nur zu. Gib dein Gefühl nach. Töte mich. Aus Rache oder für die Gerechtigkeit. Streck mich nieder. Dann ist der Friede für alle Zeiten begraben. Ach, ich vergaß. Doma hat das Abkommen ja schon gebrochen. Wie konntet ihr nur zulassen, dass eine Domanerin einen Prima-E beschwört? Eigentlich war es ja meine Berufung. Ich hätte Statthalter von Doma werden sollen. Unter meiner Herrschaft hätten wir die Provinz nie verloren. Nur mir stand es zu, Prinz Zenos Willen auszuführen. Zu nichts bist du zu gebrauchen. Gar nichts. Du wertloses Stück Dreck. Straßendreck. Deine Demütigungen haben mir beigebracht, zu hassen. Du warst der erste Domaner, den ich hasste. Dank dir konnte ich meine Rache nehmen. An dem niederträchtigen, verlogen, schäbigen Doma. Ich dachte, mein Hass würde niemals enden. Du hast gewonnen. Ich sterbe. Und du lebst. Das Gute hat gesiegt. Freust du dich denn nicht? Ach, der Herr Samurai. Thank you.
Prinz Zenos. Exzellenz? Ihr habt nach mir gerufen? Asahi, du kommst doch aus Doma, nicht wahr? Ja, Eure Exzellenz. Ich fühle mich geehrt, dass ihr meinen Namen behalten habt. Womit darf ich euch dienen? Ich ernenne dich hiermit zum bevollmächtigten kaiserlichen Gesandten. Reise nach Doma und nimm dort im Namen Galemals Friedensverhandlungen auf. Friedensverhandlungen? So ist es. Außerdem wirst du Statthalterin Yotsuyo ausfindig machen. Meine Schwester lebt? Selbstverständlich. Wie ihr befehlt, Eure Exzellenz. Des Weiteren werde ich dich in die Geheimnisse der Götzenbeschwörung einweihen. Sobald du Yotsuyo gefunden hast, wirst du sie als Medium benutzen. Ihr Glaube ist zwar nicht stark genug für eine Beschwörung, aber in ihrem Land gibt es unzählige von diesen Kami. Wenn man Yotsuyo ausreichend motiviert und dazu noch ein Artefakt der Kōjin einsetzt, sollte sich einer rufen lassen. Natürlich wird die Gottheit sofort von ihr Besitz ergreifen. Die Starken haben nun mal die Angewohnheit, die Schwachen zu ihren Sklaven zu machen. Eure Exzellenz, seit dem Tag, an dem ihr mich vor den Aufständischen gerettet habt, träume ich davon, euch zu dienen. Ich bin zutiefst dankbar, nun diese Gelegenheit zu erhalten. Aber die Domane haben eine Heldin in ihren Reihen, die schon zahllose Götzen vernichtet hat. Wird sie nicht auch diesmal siegen? Mein Ziel ist ein ganz anderes. Wie du weißt, wollen die Popularen Frieden zwischen Galemald und Doma. Wir müssen den Weichlingen klarmachen, dass die Primae aus Doma eine Bedrohung sind. Nur wir können die Welt vor dem Untergang retten. Mit Gewalt. Und du sollst mir dabei helfen, als meine rechte Hand. Als eure rechte Hand? Zu Befehl, Eure Exzellenz. Es wird geschehen, wie ihr wünscht. Prinz Zenos, mein Herr und Meister, er wird dich. Ah, du bist wohlauf. Dass der Wille des Himmels so grausam sein kann. Yotsuyo und Asahi sind tot. Wir können von Glück reden, dass nicht mehr Unheil entstanden ist. Aber damit sind wohl alle Chancen auf einen Frieden vertan.
Wartet! Was machst du noch hier? Als Beobachter war es meine Pflicht zu bleiben. Asahi bezeichnete die Beschwörung als Vertragsbruch. Ich denke, man kann die Dinge auch etwas anders sehen. Prinz Zenos hat den Befehl gegeben? Und das hast du mit deiner Kraft des Transzendierens gesehen? Ich habe schon viel darüber gehört. Sie ist wirklich erstaunlich. Zenos lebt? Das kann nicht sein. Er hat sich doch das Leben genommen, nach dem Kampf auf dem Palast von Alamigo. Ich habe seine Leiche selbst gesehen. Ich muss widersprechen. Prinz Zenos ist alles andere als tot. Ich habe ihn erst kürzlich mit eigenen Augen gesehen. Er ist verwundet aus Alamigo zurückgekehrt und befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung. Wie ist das möglich? Wir haben ihn doch begraben. Ihr meint es ernst, oder? Das ist keine List? Wenn nun wirklich jemand die Identität des toten Prinz Zenos angenommen hätte, um den Frieden mit Doma zu verhindern, das wäre eine schwere Krise für das Kaiserreich. Dann sollten wir den Gefangenenaustausch abschließen, solange wir noch können. Die Domaner sind bereits frei. Ich bin bereit, auch die galeischen Gefangenen freizugeben. Das wäre ganz im Sinne der Popularen. Der Frieden ist unser größtes Anliegen. Und da Asahi nun tot ist, bin ich als sein Stellvertreter befugt, den Austausch fortzusetzen. So soll es sein. Ich will jede Chance auf Frieden wahren. Ich danke euch, König Hien. Sobald die Gefangenen auf unserem Luftschiff sind, werden wir heimkehren und die Angelegenheit untersuchen. Geh vorsichtig vor. Es liegen düstere Dinge in den Schatten verborgen. Dürfte ich den Abgesandten vielleicht begleiten? Alfino! Ein Toter steht wieder auf und bringt den Galeanen die Primae-Beschwörung bei? Das hört sich für mich ganz nach den Machenschaften der Ashians an. Die Ashians sind gefährliche Gegner. Sie sind nicht einmal an eine körperliche Existenz gebunden. Ohne unsere Erfahrung und unser Wissen ist es fast unmöglich, ihnen etwas entgegenzusetzen. Du bietest an, euer Wissen über die Ashians mit uns zu teilen? Wenn das so ist, bist du natürlich herzlich willkommen. Du begibst dich in große Gefahr. Bist du dir sicher, Alfino? Ja. Ich habe unsere Heldin auf viele Abenteuer begleitet und mit ihren Kräften kann ich nicht Schritt halten. Aber ich bin in der Lage, Parteien mit unterschiedlichen Interessen zu einem gemeinsamen Handeln zu führen. Auch wenn sie mal Feinde waren. Also gut. Dann ernenne ich dich hiermit offiziell zum Botschafter Domas. Ich hoffe, dass du mit diesem Titel eine angemessene Behandlung erfährst. Da es sowieso sinnlos ist, dich aufhalten zu wollen, will ich dich ziehen lassen. Aber sei vorsichtig, hörst du? Selbstverständlich. Also dann, drückt mir die Daumen.
wie ich mich auf diesen Moment gefreut habe. Das haben wir alles nur dir zu verdanken. Hier seid ihr also, Herr. Hose zu. Du willst doch nicht etwa... Ich habe kaum noch die Kraft, mein Schwert zu halten. Wie soll ich da meinem Herrn als Samurai von Nutzen sein? Also habe ich mich entschlossen, von nun an das Leben eines Wandermönchs zu führen und für die Seelen aller Gefallenen zu beten. Die Seelen aller Gefallenen. Vielen Dank. Ich werde mich von deiner guten Laune anstecken lassen und leichten Schrittes meine Reise beginnen. Erst Alfino, jetzt auch noch Gosetsu. Aber so ist es. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Auch ich. Ihr werdet euren Weg finden und er wird uns alle in ein besseres Doma führen. Davon bin ich überzeugt. Herr, verzeiht ihr mir? Gewiss. Gosetsu, ich habe dir doch bereits versprochen, ein Doma zu errichten, auf das du stolz sein kannst. Und ich habe vor, mein Versprechen zu halten. Danke. Ich wünschte, sie könnte dieses Doma, ein gutes Doma, erleben. Nun denn, lebt wohl.
Das gibt's doch nicht. Der Sarg ist leer. Dann ist es also wahr.